Ich glaube, die war ziemlich krass traurig, ne? Nein, ich habe mich nie mit Star Wars auseinandergesetzt. Wie soll ich überhaupt auf das Thema kommen, wenn ich die ganze Zeit, weiß ich nicht, draußen war und Fußball oder sowas gespielt habe? 24 Stunden am Tag. So eine kleine Fußballkanone, ey. Naja, aber im Ernst, ich war auch... Ach, keine Ahnung, ich weiß gar nichts über meine Kindheit. Keine Ahnung. Das klang jetzt sehr komisch. Aber... Keine Ahnung. Ich habe mich nie mit Star Wars auseinandergesetzt. Okay. Ich glaube, deine Kindheit war aber echt nicht die schönste. Meine Fresse, bist du ein Vollidiot? Das heißt doch nicht direkt, dass meine Kindheit scheiße war. Doch. Wenn du nicht Star Wars kennst, dann... Okay, Gespräch beendet. Hast du im Leben falsch gemacht. Scheiße, 1 zu 4. So, scheiße, jetzt habe ich keinen glatten Stein mehr, ne? Ah, egal. Egal. Wir machen da ja nein! Treppen hin. So, nein. So. Hier sind noch ein bisschen Eisen, das nehmen wir natürlich noch mit. Und... So. Jetzt brauche ich auch gleich den Stein. Nein! Das ist doof. Gar nicht mal so schlecht aus. Da. Okay. Da eine hin. Und da eine hin und da eine hin. Gut. So, die ruht noch ein bisschen. Ups. So. So. Kann ich das hier oben eigentlich auch noch abbauen? Da auch wieder die ruht hinsetzen. Wir machen es echt so. So? Ne. Da steckt man sich einen Kopf an. Ey, Alter. So. Was? Bist du gerade eingeschlafen? Mach eine Wasserrutsche. Echt? So eine große oder so eine ganz kleine? Willst du mir die Frage beantworten? Nein, warum? Weil das informativ ist. Interessant. Und vielleicht hinterher auch lustig? Diese Frage ist nicht lustig, die ist traurig. Okay, Entschuldigung. Hab ich deine Gefühle verletzt? Mit der Frage? Boah, bist du... Alter, ey. Besten machen wir gleich Ende. Ich halte hier nicht mehr lange aus. Ja, die Kohle. So. Zack. Schau.
So, mindestens noch bis da muss gehen. Aber mindestens. So. Ich glaube, da steckt man sich echt den Kopf an, ja. So. Da ist etwas Eisen. Ja, darauf habe ich nur gewartet. So, zweite. Schön zubauen. So. Gut. Gut, das sieht gut aus. Das gefällt mir schon mal. Diorit, da. So. Und jetzt denkt man sich so, ey, ich will mal mit der U-Bahn fahren. Da denke ich mir auch immer. So, tschu. Tschu. Und dann ist man irgendwann unten. Ja. Mit der Treppe fertig? Nee, noch nicht. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Steinstufen. Und was brauche ich noch? Ein bisschen gebrannten Stein. So. So. Zack. Bist du gerade in deinem Tunnel? Nee, ich bin gerade in meinem Haus. Vielleicht siehst du mich sogar im Hintergrund, wenn du... Ja, in welchem Haus denn? In einem Holzhaus? Ja. So, jetzt gehe ich wieder in den Tunnel. Wo bist du denn? Wenn du eigentlich gerade ausguckst, dann... Bin ich da hinter meinem Caravan so ziemlich, wenn du, wo du jetzt gerade bist. Ah da, okay. Ja. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Ich nicht. Weg damit. Ich brauche auf jeden Fall auch viele Schienen, klar. Ja, und gleichzeitig auch wieder Beschleunigungsschienen. Ja, schon, ja. Beschleunigungsschienen sind die Redstone-Dinger, hm? Ja. Oh nein, nein. Da war der erste Fehler schon. Ah ne, doch, nee, doch, doch. Gut.
Zack, zack, zack. Ah, das muss noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen. Sagen wir bis, warte, einmal kurz buddeln, bis. Ah, noch ein bisschen. Bis. Bis dahin. So, zack. Weil dann hat man so einen schönen langen Aufgang bzw. Abgang, den man ja normalerweise auch in der U-Bahn hat. Auch sehr tief im Boden. So. Zack. Zack, zack, zack. Flup, flup, flup. So. Nicht mehr viele. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Diorit. So, da kommt dann der Eingang. Okay. Flup, flup, flup. Und zack. 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 So muss das. Da ist das Tageslicht noch oder die Nacht halt. So. Hab ich noch Diorit? Ah, ein bisschen. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Okay, das hätten wir dann, diese Seite. Nein! So, was wollte ich sagen? Wann wär's denn mal bereit für einen Cut? Warte, ich schau mal eben. Mal eben hier die Zombies töten, die mich gerade angreifen. Eine Menge Eisen. Ah, ach so, okay. Alles klar. Erstmal Eisen schmelzen. Dein Glas ist fertig, ne? Ja. Ruhe. Genau jetzt, ehrlich gesagt.
Boah, das ist aber tief, ey. Fällt's einmal runter, dann. Bam. Oh, Eisen. nehm ich mit. Ja, mein Plan ist halt, hier Diorit noch runterzuziehen. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und hier dann so einen, boah, relativ großen, wie so ein Bahnhof halt unterirdisch zu machen. Wie es halt in echt auch aussieht. Ja. Wie weit willst du denn noch runter? Nicht weit. Ich wollte hier eigentlich direkt so, so würde ich sagen, reicht auch langsam, ja. Ne? Ist eine schöne lange Treppe. Finde ich völlig in Ordnung. Dann mache ich hier jetzt so einen Dreiereingang und dann splittet sich das hier so auf. So, dann spreizt sich das so wie so ein, ja, wie so ein Hauptbahnhof halt. Call. Jo, dann guck ich mal eben noch deine Rutsche an, oder den Anfang von deiner Rutsche. Ach, das sieht aus jetzt wie so Schleichwerbung für Nike. stimmt. Also dieses Prinzip Rutsche ist eben ganz simpel. Ich werde unten jetzt einfach noch ein paar Holzzäune runterpacken unter das Holz hier. Dann die Schienen, normale und eben diese Schnellschienen draufpacken und am Ende ein Wasserbecken. Okay. Nicht dieses Naturelle hier, dieser kleine Teich. Ich mache da ein vernünftiges Becken hin und dann war es das auch eigentlich schon. Sehr geil. Was Besonderes ist das jetzt nicht, aber es ist einfach was Großes noch, schnell zu machen und wenn man will, kann man mal rutschen. Das schaffe ich bestimmt noch. Bevor ich hier komplett abkacke. Hey, wenn du schon mal hier bist, können wir doch mal wieder hier mal sehen, ob ich's in so ein Wasserbecken schaffe. Und meine nicht das, was direkt unter mir ist. Nein. Are you ready? Ja. Drück F1. Hab ich. Boah, du kannst auch so eine Art Selfie machen, ne? Wenn du dann F5 drückst, du siehst ja, dich von vorne, dann drehst. Dann dreh dich mal so zu mir. Du kennst ja bestimmt diese Videos, die machen dann solche Selfie-Videos und dann kriegen die meistens einen Ball in die Fresse oder so. Dann sagen die so, oh, das habe ich jetzt aber gar nicht kommen sehen und so weiter. So, du kannst. Ja, Leute, mein Name ist Kiremann und willkommen bei unserem Minecraft Let's Play Season 2. 360. Das sah schon echt stylisch aus. Na ja, gut. Kehremann sammelt dann mal eben noch seine Sachen auf. Oh ja. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Hoffentlich. Wo Kehremann dann seinen Turm hier weiterbaut und ich die U-Bahn. Hoffentlich. Mhm. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauers.